Ja, die bösen Wolken sind weg, die haben sich ausgeregnet und was bleibt, ist wieder mal mega geiles Wetter. Machen wir jetzt erstmal ein bisschen Donaukilometer. Wir werden Ulm gleich passieren. Ja, mir ist auch bisher immer noch nicht ein einziges Wortspiel mit der Donau eingefallen. Also ihr habt Glück, ihr werdet wahrscheinlich verschont bleiben. So, jetzt gibt es erstmal diesen wunderbaren Donau-Kebab. Ey, es ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Ja, und ich habe gerade leider eine Entscheidung getroffen. Ich habe nämlich ungefähr vor 200 Metern den Donauradweg, der zum Schwarzen Meer führt. Angestrengt, angestrengt. Genießen, genießen. Angestrengt, angestrengt. Genießen. Das macht Spaß. Es macht wirklich ein bisschen Spaß, paradoxerweise. Einen wunderschönen guten Regenmorgen. Es regnet. Es hat die ganze Nacht geregnet. Aber es hört gleich auf zu regnen. Angeblich in einer Stunde laut Regenradar. Das sieht gut aus. Ist das schlimm mit dem Regen? Nein, wir haben Kaffee. Und wir haben einen automatischen Regenschirm. Der ist aus meiner Jacke gewachsen. Ah, lecker. Hallo? So soll das nicht. Naja, so gut ist das Konzept mit dem Regenschirm noch nicht. Ja, Setup hat gehalten, Hund ist trocken, Zelt hat gehalten, Fahrrad ist weitestgehend trocken, Technik ist trocken, eigentlich ist Regen überhaupt nicht schlimm. Ich weiß nicht, was die Aktion mit der Schutzhütte gestern sollte. Und das Universum hat ja auch ganz klar gesagt, nö, gibt keine Schutzhütte. Und dafür gab es dann diesen schönen Campingplatz, also mehr eine Zeltwiese, also genau nach meinem Geschmack. 8 Euro, 8 Euro, ey, ganz ehrlich, 8 Euro. Für legal eine schöne Wiese, eine warme Dusche und die Möglichkeit, die Akkus nachzuladen, ist doch super. Bis gestern waren wir übrigens energieautark tatsächlich, also bis gestern Abend hier ankommen. Ich hatte jetzt auch noch den zweiten Akku, der hätte jetzt noch 70 Kilometer Reichweite gehabt. Da aber das Wetter heute eher gemischt ist, also nicht so viel Sonne, benutze ich natürlich jetzt hier die Steckdose, um alles wieder voll zu laden. Die Fahrradakkus sind schon beide voll und ich lade jetzt gerade noch die Powerbank am Strom auf dem Klo. Ja, dann so in einer Stunde soll es wohl aufhören zu regnen. Ich glaube das auch, weil ich fände das auch gut. Ja, und dann geht es weiter Richtung Ulm erstmal oder so irgendwie. Wir werden sehen. Genau wie immer. So. Ja, die bösen Wolken sind weg. Die haben sich ausgeregnet. Und was bleibt, ist wieder mal mega geiles Wetter. Das Gute ist, die heutige Tagesetappe, da wir gestern ja noch ein paar Kilometer mehr gemacht haben, sind nur noch 43 Kilometer, also easy going. Wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz bleibt noch die Aufgabe, den Fahrradanhänger zu reparieren. Also werde ich gleich mal irgendwie im Baumarkt anfahren. Vielleicht kann ich mir da auch mal kurz eine Bohrmaschine ausleihen. Vielleicht sind die ja so nett, wer weiß. Ja, das ist jetzt erstmal so die Sache. Machen wir jetzt erstmal ein bisschen Donaukilometer. Wir werden Ulm gleich passieren und dann geht es irgendeinen Fluss links hoch, also nördlich quasi. Ja, mir ist auch bisher immer noch nicht ein einziges Wortspiel mit der Donau eingefallen. Also ihr habt Glück, ihr werdet wahrscheinlich verschont bleiben. Bis mir was einfällt. Pause ein, oder? Zu einer Pause ein? Nee, zu einer Pause. Ach, Deutsch ist egal. Möge der Hund bitte seinen Autowagen verlassen und möge er bitte keine Schwäne fressen. Okay? Keine Schwäne fressen. Komm. Komm, 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 komm. Fahne hier. Und hier bleibt. Ich bin mir relativ sicher, dass das hier Ulm ist. Das
sieht so ulmig aus irgendwie. Ja, ja. Ja, ich werde jetzt gleich mal einen Baumarkt suchen, damit wir hier die Bauprojekte mal eben abgeschlossen kriegen. Zumindest irgendwie zusammen fuschen erstmal, dass es wieder ein bisschen hält. So, jetzt gibt es erstmal diesen wunderbaren Dönau-Kebab. Ey, es ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Ne? Oder Hundi, was sagst du dazu? Dönau-Kebab? Ein Brüller, oder? Ein Brüller. Ein Riesenbrüller. Ja. So, wir befinden uns bei Bauhaus in Ulm. So sieht das hier aus. Werbung, unbezahlt. Denn die haben gerade schon bezahlt. Ich habe jetzt mal meine Situation geschildert und habe dann gesagt, naja, soll ich jetzt echt einen kaufen und den dann wieder umtauschen? Das ist ja auch Blödsinn. Dann ist der nette Mitarbeiter jetzt mit mir rausgekommen mit dem Akkuschrauber. Wir haben hier jetzt ein vernünftig großes Loch drin. Da ist auch ein vernünftig großes Loch drin. Da machen wir jetzt vernünftige Schrauben rein. Dann wird das richtig gut. Richtig geil. Nach 3-stündigen Umwegenpausen, Bastelarbeiten. Du bist zurück auf der Tour. Sind wir zurück auf der Tour. Die Navigation wird fortgesetzt. Und die Navigation wird fortgesetzt. Warum rede ich überhaupt? Hundeanhänger ist ein bisschen besser. Also ich habe die Deichsel, ich habe da jetzt einfach so viele Unterlegscheiben in die Hohlräume reingestopft, bis da kein Spiel mehr war. Ist noch nicht perfekt. Mir sind die Unterlegscheiben ausgegangen. Ich hatte keinen Bock, nochmal in den Baumarkt zu rennen. Ja, Hundetür ist auch vernünftig angebracht wieder. Wir sind auf Kurs. Ja, los, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Kilometer heute. Und dann kann ich mich aber auch langsam schon mal um Schlafplatz bemühen. 15 Uhr ist es. Das heißt, 5 Stunden wird es dunkel. Ach, ich würde so gern zum Schwarzen Meer düsen, ey. Pfiuh, zack, bin ich da. Ja, und ich habe gerade leider eine Entscheidung getroffen. Ich habe nämlich ungefähr vor 200 Metern, ungefähr da hinten, hinter diesem Hof, den Donauradweg, der zum Schwarzen Meer führt, verlassen. Und es geht jetzt Richtung Norden weiter. Es geht jetzt Richtung Norden weiter. Ja, ich ganz ehrlich, ich hätte einfach richtig Bock, so wie es hier alles ist, jetzt bis zum Schwarzen Meer durchzufahren, mit dem Fahrrad nach Griechenland, nach überall. Aber ehrlich gesagt traue ich es mich nicht, jetzt für 6 Monate oder was auch immer, nur mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Da will ich, glaube ich, lieber den Jeep mitnehmen als Homebase und von da aus dann die Radtouren starten. Also geht's jetzt nach Bremen zurück, wie geplant. Ist überhaupt gar keine Planänderung, nur in meinem Kopf ist halt Schwarzes Meer, Schwarzes Meer, Schwarzes Meer. Aber nein, sei brav, kümmere dich erstmal um das, was du so noch zu tun hast. Nämlich da gibt es nämlich ein bisschen was zu erledigen in der Heimat. Und dann fahren wir jetzt schnell hin, erledigen das. Dann packen wir den ganzen Geraffel hier irgendwie auf den Jeep. Keine Ahnung, wie das klappen soll. Und dann geht's gen Süden. Ne? Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Oder ich drehe einfach um die 200 Meter, biege links ab und dann... Ich würde so gerne, ich würde so gerne... Warum tust du es denn nicht? Weil es nicht geht. Warum tust du es denn nicht? Weil es geht nicht. Nein, nein, nein. Bisschen Vernunft muss bleiben. Mini, kleines bisschen Vernunft. Nein, doch. Nein. Ah. Jetzt streiten sie sich wieder. Die Stimme in meinem Kopf. Nein, ich fahre jetzt da weiter. Ja. Das Beste am Reisen sind die Pausen.
Das war schon früher in der Schule so. Ja, ich habe hier gerade eben sowas gefunden und sowas gefunden und für den Hund sowas gefunden. Ja, und das lädt sich schön voll. Ich esse mich jetzt schön voll und du kannst auch essen, bitteschön. Und ich auch. Das. So, wir haben etwas im Navi. Und zwar ein Campingplatz. Königsbronn. 35 Kilometer to go, 23 Kilometer Reichweite. Wir haben noch einen zweiten Akku, also keine Panik. Das Einzige ist hier, Mr. Uhr, 17.18 Uhr bis 20 Uhr müssen wir da sein. 2 Stunden brauchen wir, ui, das wird knapp. 2 Stunden 15. Das werden wir genau schaffen. Letzte Möglichkeit links. Also wird jetzt mal ein bisschen in die Pedale getreten. Die Landschaft ist traumhaft. Ich kriege hier schon wieder so Zuhause-Gefühle. Nicht zu Hause Bremen, sondern zu Hause Weserbergland. Also Heimatgefühle, nicht Wohnsitzgefühle. Aber Komoot zeigt gleich wieder so eine 90-Grad-Steigung an. Oh oh. Das gibt also gleich Berg. 3 Kilometer. Das geht jetzt erstmal ein bisschen bergab. Ich würde so gern rollen lassen. Oh, 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 arme Bremse, arme Bremse, arme Bremse. Es tut mir leid. Bitte jetzt kein Schotter. Ah, nein, da kommt Schotter. Ah. Puh. Sorry, Bremse. 6 Kilometer Reichweite noch. Es macht wirklich ein bisschen Spaß, paradoxerweise. Ich weiß nicht warum. Ich stehe auf sowas wahrscheinlich. Oh, wir kriegen noch einen letzten Sonnenstrahl. Schön. Ja, Sonnenuntergang ist erst in 30 Minuten. Aber Bergi sagt früher. Wir haben den Campingplatz erreicht. So sieht es hier aus. Kleiner, wirklich Mini-Campingplatz. Also ich glaube, der geht da noch irgendwie weiter für richtig für Wohnmobile und so. Ja doch, da stehen auch noch ein paar Wohnmobile sogar. Wir wohnen jetzt hier, direkt am kleinen Bächlein. Und das Bächlein soll wohl auch, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Quelle hier in der Nähe ist, weil da ist echt viel Wasser drin. Was soll das für eine Quelle sein? Aber hat sie mir gerade erzählt, eine ganz freundliche ältere Dame, kann man glaube ich schon sagen, die das hier offensichtlich alleine macht. Also ganz toll. Und ey, 7,50 Euro, ne? 7,50 Euro. Es ist, auch die Saison ist vorbei. Aber da sind wir mal im reellen Bereich. Und dann habe ich auch gar kein Problem, auf den Campingplatz zu gehen. Das wisst ihr ja mittlerweile. Ja, wir bauen uns jetzt hier auf. Lassen jetzt gleich mal den alten Hund mal raus. Das können wir auch jetzt schon mal machen. Möchte der vielleicht auch raus? Ich weiß es nicht. Sicher? Ja, okay, der möchte raus. Der möchte wohl raus. Wie findest du das hier, dass da Wasser ist? Guck mal, da ist sogar eine Treppe extra für Hunde. Zu faul sind, normal zu laufen. Hier hast du ein Schweineohr. Das Schweineohr. Wir bauen uns jetzt auf.
dann ist Feierabend für heute. Ich glaube, viel wird auch nicht mehr passieren. Vielleicht machen wir eine kleine Zu-Fuß-Runde. Ihr denkt bitte an den Like, ans Abo und natürlich diese alte Glocke drücken. Warte, ich zeige euch mal, wie das geht, wie man so die Glocke drückt. Da ist mir nämlich was eingefallen. So, ja, Glocke drücken. Ich weiß nicht, warum man das soll, aber alle sagen das, also macht das bitte. Ja, ansonsten freue ich mich auch über einen Kommentar. Und dann würde ich mal sagen, bis morgen. Ich bin richtig geschafft, wirklich geschafft. Waren doch ein paar Kilometer mehr als geplant. So ist es. Ciao.